Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, ich sammle hier erstmal wieder die Münzen ein. Warum bin ich jetzt so weit weg? Genau, das war das, was ich wollte. Nicht so nah dran wie eben, aber auch nicht so weit weg wie jetzt zum Schluss. So, erstmal wieder Münzen einsammeln. Futter haben wir auch. Oh, nee. Der Speicher ist voll. Na sowas. Boah, 52 Äpfel. Da können wir erstmal ein bisschen was von verkaufen. So viele Äpfel brauchen wir dann doch nicht unbedingt. So, jetzt können wir hier ernten. Und vielen Dank übrigens an den Tipp, wie das dazu kommt. So, wir stellen erstmal noch ein bisschen grünes Futter her. Woher ich mal so viel Geld bekomme. Und zwar hat mir jetzt jemand erklärt, das sind die Zuchteinnahmen. Das heißt, wenn irgendjemand von euch mit meinen Pferden züchtet, dann bekomme ich den Anteil, ich glaube die Hälfte, was da stand, bekomme ich dann von dem, was ihr für die Zucht bezahlt, bekomme ich in meine Kasse rein. Also, schön weiter züchten. So, was brauchen wir denn jetzt hier gerade aktuell? Soja. Dann pflanze ich hier in denen mal Soja an. Möhrchen brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, eher weniger. Und ich glaube, in die anderen haue ich dann erstmal wieder Gras rein. So viel haben wir nämlich davon schon wieder nicht mehr. So, zack. Und jetzt öffnen wir mal unsere Post, unsere heutige hier. 800 für Stallburschen und 22.962 für Zucht. Meine Güte, da habt ihr aber ordentlich gezüchtet. Weitermachen. Sehr cool. So. Wollen wir mal gucken, ob wir Trixie vielleicht nochmal füttern können? Ja, ne? Gucken wir mal. Wie viel 10 Getreide dann ausmachen. Ich habe einen Ohrwurm. 25 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Ist okay. So, erstmal wieder hier die Weide abäppeln. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das gibt's doch nicht hier. Schlimm, schlimm, schlimm mit mir. Oh, was haben wir im Geschenk? 2 Mais, okay. So, zack, 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 zack. Sehr gut. Dann schauen wir mal bei Everest vorbei. Oh, wir haben nicht genug von dem roten Futter. Dann sollten wir davon noch was anbauen. Zack. Gut, dann wechseln wir jetzt direkt wieder den Kontinent nach Europa. Da soll heute nach Möglichkeit mein nächster Zuchtversuch starten. Dafür muss ich nur erstmal schauen, dass ich Gigi auf Level 5 hochbekomme. So, Äpfelchen, 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 Äpfelchen. Einsammeln, einsammeln, noch mehr einsammeln. Oh, die wollen alle ganz viel Soja. Gut, dass wir das jetzt nochmal neu angebaut haben. Ich glaube, so viel haben wir nämlich davon nicht mehr, dass wir das hier alles noch gedeckt kriegen. Yay, und unsere erste Honigernte. Das heißt, wir haben damit eine Aufgabe abgeschlossen. Genau, da blinkt es uns schon an. Sehr schön, sammle 3 Honig haben wir. Sehr gut. Ja, wir gehen noch mit großen Schritten auf Level auf 21 zu. Ach ja, Jagdrennen. Ah, da war ja was. Ich würde sagen, wir füttern jetzt erstmal Gigi, der da in seiner Luxusbox wohnt. Guck mal, 5 Soja. Die haben wir doch noch. Reicht das vielleicht schon für Level 5? Ich glaube es nicht, aber es wäre traumhaft. Nee, es reicht noch nicht. Wir sind auf 70 von 99. Gleich gibt es da noch Äpfelchen. Da haben wir auf jeden Fall noch genug von. So, Honig bauen wir direkt wieder an. Ja, 8 Soja haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Dann können wir in der Zwischenzeit schon mal wieder ein Rennen machen. Ich bin wieder für Japan. Wo ist sie denn? Da ist Aerith. So. So, zack. Auf geht's, ab geht's.
Ich habe jetzt hier natürlich leider die normale Musik nicht drin. Weil mir wurde geschrieben, es ist eigentlich, also die Leute haben eigentlich fast alle geschrieben, dass sie es gut finden mit der Musik, aber dass ich bei den Rennen doch vielleicht die originale Musik drin lassen kann, kam auch ein Kommentar. Aber ich muss jetzt echt sagen, ich habe es gerade total verschwitzt, die Musik zu ändern. Entschuldigung, weil dann muss ich es nämlich dafür anstellen. Ich muss mir das merken, ich muss das nächste Mal dran denken, wenn wir das machen. Deswegen blende ich jetzt hier einfach nochmal Musik ein. Oh, jetzt ist das Schild weg. Bin ich viel zu hoch abgesprungen. Viel zu hoch. Das konnte überhaupt nichts werden. Wo soll denn das Pferd dann noch hin mit seinem Körper? Mensch, 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 Mensch hier. Nein, oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Wir haben es ja aber heute mit den Grenzen. Ja, wir haben es tatsächlich mit den Grenzen. Da war schon wieder einer. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Spiel macht mich heute ganz schön fertig. Haben wir nochmal einen Kranz? Ja. Bislang sind wir aber gut durchgekommen hier. Also, wir haben zwar unser Schild recht früh verloren. Dafür läuft es jetzt gut. Nein, ich habe den Diamanten verfehlt. Ernsthaft? Oh, ärgerlich. Jawohl, ja. Lief doch gut. Also bis auf den einen verfehlten Diamanten. Das, oh Gott, das ist halt passiert. 1347 Meter haben wir geschafft. Wow, wir kommen auf fast 3000 Schillinge damit. Wahnsinn. Ja, cool. War anscheinend auch eine neue Bestleistung mit Aerith. Auf Platz 5 bin ich gelandet. Das heißt, ich kann wieder Gewinne anfordern. Boah. Und am Sonntag hört ja die Rennsaison hier auf. So, jetzt können wir den kleinen Gigi wieder füttern. Äpfelchen, Äpfelchen. Ach, 5 Erfahrungspunkte nur. Gleich können wir wieder Soja füttern. Ich weiß aber nicht, ob wir dann schon wieder genug haben. Ich würde sagen, wir schauen mal eben fix in Montana vorbei. Gucken mal, ob das Soja vielleicht schon soweit ist oder ob wir vielleicht mit Hilfe von euch ein bisschen was beschleunigen können. Oh, es ist natürlich lange, dauert es. Sehr, sehr lange. Sehr lange. Können wir hier auch noch? Nee, hier können wir nicht mehr. Wie lange dauert es jetzt noch? 5,5 Minuten. Käse. Ja gut, dann würde ich sagen, besuchen wir heute erstmal wieder. Ansonsten hätten wir auch noch bei der Theresa, war das, glaube ich, wo wir den Holsteiner hatten. Und ich meine, die Lola hätte mir das geschrieben, wenn ich jetzt nicht komplett durch den Wind bin schon wieder. Heute kommt wieder jemand von vorne dran. Die Susan hat man schon, Theresa die hier vorne, die hatten wir alle schon. Unbekannt hatten wir auch schon. Und heute kommt dann die Terina dran. Gucken wir erstmal bei dir in Montana vorbei. Oh, du hast ein Meron, ein... Ist das noch das Quarterhouse am Anfang? Ja. Yves, ist auch ein cooler Name. Dein Meron-Stütchen, Wings. Oh, das ist ein hübscher Name. Das ist schön, das gefällt mir. Ach, du hast ein American Indian. Auch ein Stütchen. Spirit heißt die gute. Ich glaube, irgendwann waren wir schon mal zwischenzeitlich bei dir, weil ich irgendwas gesucht hatte. Und mir kommt das so ein bisschen bekannt vor. Oh, schön hier angeordnet in Frankreich. Sehr gut. Das gefällt mir. Es ist echt hübsch. Sehr schön gelöst. Hier hast du auch einen Breton, hast du ein Stütchen, die Star. Dann hast du hier einen Andalusia-Fohlen, die Bella. Ah. Und ein Self-Rosé hast du auch noch, einen Hengst namens Ranger. Mir gefällt dir die Aufmachung bei dir natürlich auch sehr gut. Du hast noch nicht sehr viel abgeholzt und hast dadurch sehr wenig Platz. Aber du hast daraus echt schon was richtig Hübsches zusammengebaut. Gefällt mir. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Also echt richtig schön geworden. So, jetzt hier bitte. Komm, die 2 Diamanten, die gebe ich jetzt mal aus, damit wir hier
Soja bekommen. Und ich hoffe, das reicht jetzt, um Gigi zu füttern. Das wäre jetzt nicht unbedingt schlecht. Und. Ja, sehr gut. 5 will der Kleine haben. Und ich glaube nämlich, die 5 hätten wir ohne das Ernten jetzt gerade nicht mehr gehabt. Ich kann mich täuschen, aber ich meine, dann wäre es eng gewesen. Aber es reicht noch nicht fürs nächste Level, denn es fehlt nur genau ein einziger dämlicher Punkt. Wollt ihr mich veräppeln? Ah. Himmel, Donnerwetter nochmal. Wollen wir mal gucken? Das ist jetzt nicht so teuer. Komm, wir verbessern hier mal die Stelle ein bisschen. Na komm, den auch aufwerten. Dann haben wir hier mal so ein bisschen luxuriösere, komfortablere Stallungen. Ich muss unbedingt noch mehr Jagdrennen machen. Stütchen müsste ich noch verkaufen. Und eben das dreimal frei umherstreifen. Gut, das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Es ist, wenn es eben kommt, dann kommt's. Dann habe ich Glück gehabt. Nein, ernsthaft? Warte mal, wie viel kostet das jetzt? 7. Nee, komm. Wir gucken jetzt mal. War das jetzt bei der Lola gewesen? Ihr hattet geschrieben bei der Theresa, aber ich meine, die Lola hätte geschrieben. Deswegen gucken wir jetzt mal eben fix bei der Lola vorbei. Oh, guck mal, hier sind sie alle draußen. Ah, das Kleine ist so süß. Ein Rocky Mountain, ein Elite. Sehr schön. Okay, hier war es nicht. Dann gucken wir eben fix in Deauville vorbei. Oh, du hast ein Huffy. Huffy, 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 Huffy. Und da ist der männliche Holsteiner, der Kirby. Den Namen finde ich sehr cool. Züchten wir jetzt mit Kirby und unserer Maya. 19.500 kostet das ja. Damit haben wir 2 Tier-2-Pferde. Gucken wir mal, was da jetzt bei rumkommen kann. Da hätten wir einmal ein ganz stinknormales. Dann hätten wir hier wieder ein Tier-2. Und hier hätten wir, ihr seht es, ein seltenes mit einem etwas gesteigerten Wert. Das wäre natürlich supi, wenn das klappen würde, die Poppy. Aber wir haben nur 12% Wahrscheinlichkeit. Lass ich mich mal überraschen. Nee, also ein ganz normales... Das ist natürlich blöd. Ist das jetzt wenigstens ein Stütchen? Ja, das ist ein Stütchen. Gut, dann wird das die Stute, die ich verkaufe. Weil es ist ja nicht mal ein Tier-2-Holstein. Das heißt, die passt nicht in meine Zucht rein. So leid es mir tut, aber das bringt mir in dem Fall einfach nichts. So, nehmen wir hier mal noch welche. So. Anheuern. Da war das jetzt leider nichts mit der Zucht, aber naja, gut. Müssen wir positiv sehen, dann können wir es wenigstens, können wir dann damit unsere Aufgabe abschließen. Ich werde es dann auch direkt verkaufen. Das ist für mich eigentlich Blödsinn, dann großartig auf die Münzen zu warten, weil ich will jetzt ja nicht abgehoben klingen, aber ich habe ja verdammt viele eigentlich. Und da kommt es mir ehrlich gesagt nicht darauf an, wenn ich sowieso gerade keinen Stallplatz frei habe. Dann mache ich das einfach. Mensch, 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 hier. Musst du jetzt ausgerechnet so blöde Apfelkuchen haben wollen hier? Oh. Ach. Na gut, jetzt habe ich 3 versaut. Ja gut, weiß ich jetzt aber auch mal, wofür der Button da ist. Naja gut. So ihr Lieben, dann verabschiede ich mich aber auch für heute von euch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Aufgaben oder zumindest eine Aufgabe abschließen. So viel kann ich versprechen. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht morgen mit dem... Wie heißt das nochmal? Ob es dann morgen mit dem Seltenen klappt. So, dann macht's gut. Tschüss.